Heute zeige ich euch, wie man eine Kipperspinne revidiert. Ja, erstmal moin. Heute möchte ich mal auf die Kipperspinne eingehen. Viele jauchen die einfach über und flicken die, aber so richtig geil ist das halt nicht. Ja, zuerst muss sie erstmal demontiert werden. Die Bolzen, die vorne in den Halterungen sind, haben ein 12er Innengewinde. Da soll man die mit rausziehen mit dem Abzieher oder mit dem Schlaggewicht, was meistens erfolgreich nicht funktioniert. Deswegen habe ich sie links und rechts vorne abgeschraubt mit den jeweiligen drei Schrauben, hinten die beiden Schrauben von der Traverse ab. Und dann hat man sie auch runter. Die Halter selber sind miteinander vereint durch Rost und Dreck. Innen drin ist eine Kunststoff-Metallbuchse und diese zu lösen ist eigentlich fast unmöglich. Bei Unimox, die kein Salz gesehen haben, immer Wartung gesehen haben und Fett und Öl, mach es funktionieren, aber im Regelfall ist das ein hoffnungsloser Fall. Ich habe darauf rumgeprügelt und es bewegte sich nichts, bis ich irgendwann die Flamme genommen habe, man sieht es in dem nächsten Bild, um die Buchsen zum Kochen zu kriegen, um den Widerstand rauszubekommen aus den Haltern. Hier auf diesem Bild sieht man es ganz gut, die aufgekochte Masse. Und der Halter hat eigentlich nur noch geklappert und hing nur noch links und rechts an dem unteren Halter fest. Also wirklich auf 25, 30 mm Metall. Hinten ging gar nicht ab, die habe ich komplett abgeflext, bis ich dann irgendwann noch die vorderen abgeschnitten habe. Die Dreiecke, da bleibt immer das Wasser und der Dreck drin stehen und deswegen mussten sie ab. Die schönste Lösung ist natürlich gleich nachbauen oder neu bauen. Hier sieht man den ersten Kantversuch. 5 mm Stahl und die Hülse, die wurde neu gedreht. Die alte war komplett verschlissen. Innen drin war es ja ballig durch Rost. Dementsprechend einmal komplett neu fertigen. Dem Original abgenommen, angepasst, erstmal geheftet. Geschweißt habe ich da erstmal noch gar nichts. Auch die Ausbuchtungen wurden dem Original nachempfunden, um da wirklich ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen. Die größte Schwierigkeit war wirklich, die Spinne war komplett demontiert, sie war sandgestrahlt und sie lag bei mir auf der Werkbank, um da das Maß wiederzufinden, wie sie wirklich mal war, damit es danach keine Überraschung gibt, muss man da schon sehr penibel arbeiten. Ja, hier sieht man die Kipperspinne, wie sie auf der Werkbank liegt. Ich habe sie dann ausgerichtet, komplett in Waage gelegt, so wie der Unimog jetzt auch steht. Habe die Halter angesetzt und mit Gewindestangen so verschraubt, wie sie am Fahrzeughaus sitzen müssen. Da muss man sich ein bisschen Zeit lassen beim Messen mit Winkeln, mit Wasserwagen etc. Die Stützstrebe hinten, die wurde angepasst, die wurde dann eingeheftet und eingeschweißt. Und ich habe da auch volles Vertrauen gesetzt und habe die komplett verschweißt, ohne vorher am Fahrzeug anzupassen. Und ich muss sagen, ich bin da schon sehr positiv überrascht. Dachte eigentlich, es wird eng, aber die passte da wirklich saugend drauf. Nachdem sie geschweißt war, wurde sie draußen noch lackiert mit Chassislack in Seidenglanz, so wie der Rahmen bei mir auch lackiert ist. Manche nehmen Hochglanz, manche nehmen Matt. Das kann man dann machen, wie man will. Das Ergebnis ist sehr gut. Es lohnt sich auf alle Fälle, die Teile strahlen zu lassen, denn mit der Flex kommt man da nicht weit. Hier sieht man das Befestigungsset. Ich habe auf Edelstahlbolzen gesetzt mit Messingbuchsen. Andere verwenden POM oder Kunststoff. Das ist jedem selbst überlassen. Die Hülsen wurden natürlich erstmal angepasst, ob das alles passt. Eventuell nochmal mit Reibeile durch oder mit feinem Schmirgelpapier. Diese werden dann am Rahmen verschraubt, genauso wie die Traverse hinten, um dann die Teile zusammenzufügen. Hier sieht man die hintere Traverse, wie sie mittig sitzt. Genauso vorne. Die Bolzen gingen da nicht saugend rein. Und wie gesagt, das ist eine Arbeit, die sollte man sich bei so einer Restauration machen, denn einfach nur Farbe drauf. Da wird niemand so richtig glücklich mit. Ja, dann sind wir auch durch. Leider nur stehende Bilder und nichts Bewegendes. Es ist nicht immer leicht, alles gleichzeitig zu filmen. Aber ich hoffe, es ist ein guter Einblick für euch. Ich danke fürs Zusehen. Wenn Fragen sind, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten Rechtsklick, Folgen drücken und nichts mehr verpassen.